Hallo Leute, herzlich willkommen bei software.zone in unserem neuen Videostudio. Ist noch nicht ganz fertig, aber so haben wir schon mal einen ersten Eindruck. Und ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, euch dann heute nochmal, wir sind mal wieder bei der CM030, wir kommen ja irgendwie nicht davon los, hierzu mal unsere neuen Custom Parts vorzustellen. Custom Parts bedeutet, ihr werdet jetzt, im Moment könnt ihr einige Modelle bei uns kaufen, wir werden das jetzt sukzessive ausbauen und werden diese 3D-Prints im Prinzip dann erstmal für die 030 anbieten, aber ihr könnt auch gerne, wenn ihr für irgendwelche besonderen AEPs was braucht, könnt ihr gerne bei uns anfragen und dann werden wir unser Möglichstes tun, ob wir da vielleicht was für euch tun können. So, was haben wir hier auf dem Tisch liegen? Ich habe das ja schon mal bei Instagram veröffentlicht. Wir haben jetzt einige verschiedene Slides für die CM030 und haben jetzt auch einige andere Anbauteile. Und dazu wollte ich euch jetzt mal was zeigen. Ich habe, damit es einfacher ist, habe ich hier einfach mal einfach meinen alten Schlitten benutzt. Also wenn man jetzt eine alte CM030 hat, die vielleicht auch so aussieht, dann hat man jetzt die Gelegenheit, kann hier halt einiges machen. So, das habe ich schon mal montiert, damit es jetzt nicht zu lange dauert. Und zwar ein Macwell. Wir haben jetzt hier, im Moment gibt es das nur in schwarz. Wir werden aber auch das jetzt künftig, wir haben ja hier zum Beispiel diesen Upgrade-Slide in Blue, die Blue-Line. Da werden wir natürlich diese entsprechenden Parts jetzt auch in Zukunft auch in den Shop bekommen. Wir fangen jetzt erstmal mit den Sachen an, die hier am Tisch liegen, weil wir die jetzt auch lagernd haben. Die anderen Sachen, das dauert halt noch einen Moment, kommt aber jetzt alles nach. So, das heißt, wenn ich so eine CM030 habe, dann kann ich hier unten einfach mit zwei Schräubchen, quasi, die ich hier unten neben der Motorschraube lösen kann, kann ich den Original Motorboden rausnehmen. Dafür müsst ihr hier so einen Pin durchtreiben, den habe ich jetzt hier gar nicht drin, weil den brauche ich jetzt natürlich auch nicht. Pin durchtreiben, die zwei Schräubchen lösen, dann könnt ihr diese Motorabdeckplatte unten runternehmen. Und dann könnt ihr dieses Macwell hier drauf machen und ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Zumal das eben auch wirklich dabei hilft, die Macs hier super einzulegen. Ne? Beeinträchtigt das Ganze auch in keinster Weise. Ach, da war noch eine drin, sehr gut. Das heißt also im Prinzip, passt einwandfrei hier. Ne? Dann könnt ihr hier diesen Slide, das sind ja, seht ihr ja schon, an den Boxen. Wir bekommen diese Slides hier in dieser tollen Verpackung. Wir haben hier im Prinzip von der Optik her, haben wir hier einen Standard-Upgrade-Slide, so nennen wir den. Das heißt, er hat ein paar Cut-Offs und sieht im Prinzip einfach nur lockerer aus als der Original-Slide. Vom Design her oben ein großer Cut, aber ich hole den jetzt einfach mal hier aus der Schachtel. Die sind übrigens designt bei Bartemann Airsoft, also wir haben im Prinzip, der hat jetzt im Prinzip eine Manufaktur für solche Teile. So, und da haben wir uns einfach mit dem zusammen gemacht, wir machen ja schon länger was mit Bartemann und haben jetzt einfach hier diese Slides und alles bei ihm bestellt. Wenn ihr seht, das Ganze sieht hier auch sehr gut aus, das heißt hier ist unser Schriftzug drin, also sieht auch wertig aus. Das Ganze kommt also in so einer Umverpackung. So, und wenn man dann hier jetzt einfach den Slide mal runternimmt, dann kann ich hier oben den Slide draufpacken. Alles, was ihr machen müsst, ist hier hinten im Prinzip den Feuerwehrhebel ausbauen und dann passt das Ganze hier drauf. So, dann könnte die hier zum Beispiel schon so aussehen. So, und das heißt, wir haben jetzt einmal diesen Slide hier zur Verfügung im Moment. Das ist also dieser Custom Upgrade Slide, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es hierfür aber auch noch den Skeleton. Das ist ein etwas anderer designter Slide, den wir halt auch zusammen mit Bartemann Airsoft entworfen haben. Und das ist im Prinzip, sieht der so aus. Wir werden demnächst auch noch, das hält natürlich jetzt hier nicht, weil da jetzt Druck drauf ist, wir werden demnächst hier innen drin, wir haben hier diesen Clip, der auch nur diesen Lauf abdeckt hier. Und wir haben jetzt, werden diesen Clip hier mal versuchen, dass wir den demnächst in anderen Farben haben. Also dass man zum Beispiel, wenn man jetzt hier diesen Slide drauf hat, den zum Beispiel in Rot sieht oder in Blau oder was auch immer. Wie gesagt, das Ganze ist ausbaufähig. Aber jetzt sind die Teile da. Wir haben das ja schon mal vor einem Dreivierteljahr angekündigt. Da klappt das aber mit dem Hersteller nicht so, wie wir wollten. Und dann hat das jetzt ein bisschen gedauert. Und dann ist Bartemann auf uns zugekommen und hat gesagt, pass mal auf, wenn ihr das immer noch haben wollt, ich kann das auch für euch machen. So, und dementsprechend fanden wir das eine coole Sache. Und damit sieht das Ding auch richtig cool aus. So,
Damit aber nicht genug. Also wir hätten diese beiden Slides im Moment. Weitere sind aber geplant. Und andere Farben sind auf jeden Fall geplant. Ja, wir haben ja hier auch diesen Blue Slide. Den kann ich jetzt auch mal gerade holen hier. Der kommt hier drauf. Ja, das ist quasi ein Upgrade Slide in Blue. Na, vielleicht sollte man es richtig rum machen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ne? Ähnlich wie die Übungspistolen, die auch Polizei und so verwendet. Aber eigentlich auch eine coole Sache in Schwarz, wenn ich jetzt mal vorstelle, das wäre auch blau. Die sieht schon cool aus. Ne? Und wie gesagt, weiß ist noch geplant. Wir gucken noch wegen was in Oliv. Ne? Solche Sachen. Vielleicht auch mal Silber oder Gold oder sowas. Aber das muss man sehen, wie sich das printen lässt. Aber auf jeden Fall, solche Farben sind ja kein Problem hier. Das sind 3D-Teile, das heißt, Sie können den einen oder anderen Grad hier schon mal haben. Muss man vielleicht auch mal ein bisschen beischleifen, vielleicht mit ganz feinem Schleifpapier. Aber ansonsten sind die vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt okay und ihr bekommt hier Unikate. Ne? Also die Sachen sind schon sehr gut gemacht. Jetzt gehen wir noch mal hier auf den Skeleton zurück. Das Ding steckt man auch wieder drauf. Ich weiß auch nicht, warum das immer rausfällt. So, wenn wir die jetzt so haben, dann können wir natürlich noch ein bisschen mehr pimpen, indem wir sagen, wir nehmen den Short oder den Long Kompensator. So, die Sachen haben wir auch hier extra dafür kommen lassen. Die haben wir jetzt auch an Lager. Und wichtig ist, die sitzen auch sehr stramm. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel den drauf mache, ne, der sitzt schon, dann sieht das Ganze im Prinzip so aus. Das hat schon was, ne? Das ist schon, ich sag jetzt mal, sieht schon sehr brachial aus. Das ist der Long. Ich habe den jetzt bewusst mal genommen, weil ich vorhin den jetzt hier zum Beispiel mal genommen habe. Und wir haben, die sind extra, der Wartemann hat uns nochmal darauf hingewiesen, er printet die extra ein bisschen stramm, dass die eben auch jetzt hier ohne Schrauben auskommen. Also die verliert ihr nicht beim Spielen, ne? So, also die sind schon recht stramm hier drauf. Der ist richtig stramm. Den habe ich hier vorhin schon mal drauf gehabt. Ne? Schiebe ich jetzt nicht ganz weit drauf, weil der ist halt echt stramm. Ne? Aber der sieht halt auch dementsprechend hier. Das ist jetzt der Shorte, damit sieht so ein bisschen aus wie eine Glock 34 TTI. Also mit diesem leicht nach oben gehenden Kompensator. Finde ich halt richtig nice. Ne? Also das wären so die Sachen, die es dafür gibt. Also wir haben einen Magwell, wir haben einen Upgrades Slide, der sieht halt so aus. Das ist der mit dem eckigen Cut-Off hier und auch dem Cut-Off hier oben. Den haben wir halt derzeit in Blue und in Schwarz. Und es gibt halt hier den Skeleton, das ist ein Eigenentwurf. Und der ist halt in meinen Augen halt auch wirklich cool. Der hat hier oben, kann man auch schön sehen, diese Dreieck-Cut-Offs. Ne, der ist halt ein richtiger Skeleton-Slide. Also den finde ich sehr schön. So, und was haben wir noch? So, ihr seht hier noch, hier ist noch ein kleines Tütchen und das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, weil ich jedes Mal das Problem habe, wenn ich denn mal eine ALP spiele, dass ich dieses dieses Magazin, das ist immer eine Fummelsarbeit, wenn ich hier oben, ich habe hier einen Speedloader, wenn ich jetzt hier oben mal das so drauf drücke, dann ne, ist das immer so ein bisschen Fummelarbeit. So, das kann man aber ändern, indem man hier diesen nimmt. Und zwar ist das eine Ladehilfe, ein Adapter für den Speedloader. Also wenn man diese Speedloader hier hat, müsste auch mit diesem, es gibt ja noch einen, der so ein bisschen, ich sag mal so, rechteckig geformt ist, aber der sollte das auch haben. Und zwar gibt es hier unten so kleine Nasen. So, und auf diese Nasen kann ich jetzt im Prinzip hier diesen Speedloader Aufsatz drauf schieben. So. Na, der kann ja drauf bleiben. Und dann kann ich hier oben mein Magazin reinhalten. Und kann das Ding hier perfekt befüllen. Bis es halt voll ist. So. Also das finde ich ziemlich cool gemacht. Funktioniert auch bei dem Hi-Cap-Magazin. Sieht auch noch ganz cool aus. Ist sehr wertig geprintet. Echt massiv. Rastet hier vorne auch perfekt ein. Weil ich muss jetzt hier schon mit zwei Fingern drücken, um das wieder hier runter zu schieben. Also diese kleinen Haken hier, wenn euer Speedloader das hat,
dann lässt sich das hier vorne wunderbar drauf schieben. Und ich sag mal, dann kann man eben das Magazin hier einfach reinstecken und die BBs können gar nicht anders als in das Ding rein. Also finde ich echt super gelöst. Wir werden solche Dinger, wir sind da gerade noch bei, es gibt auch so Ladehilfen für andere, für GBB-Pistolen. Da werden wir wahrscheinlich auch demnächst nochmal einige auf Lager nehmen, aber im Moment konzentrieren wir uns natürlich hier auf AEP. Und wie gesagt, wir finden halt, wenn ich eine AEP hier in der Form, Kompensator dran, Magwell dran, ich habe eine schöne Speedloader-Hilfe hier, dann ist das echt eine coole Sache. Und ich kann wirklich sagen, damit hat man nochmal ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Spielfeld. Ne? Und wenn man so ein Ding hat wie ich hier, so eine alte Vermurkste, was heißt Vermurkst, aber so eine lackierte oder irgendwas, sagen, okay, die könnte mal wieder ein bisschen aufschübschen, vertragen, dann ist es total einfach, hier einfach den Slide umzubauen. Und dann habe ich eben was, was nicht jeder hat. Wie gesagt, den hier finde ich besonders cool mit den Dreiecken und so. Ne? Und wie gesagt, das ist doch was, wo man echt an der CM030 nochmal eine Schippe drauflegen kann. Wir haben die ja jetzt, ich weiß nicht, ob manche von euch schon aufgefallen ist, wer sich mit dem Gedanken trägt, nochmal hier eine zu holen, dann kann man hier im Prinzip auch die Limited Edition, also wir haben die jetzt in drei Varianten, also einmal die Classic, dann haben wir die einmal als MOSFET Edition, Gen 3, also mit den Akkus, Lipo-Akkus drin, mit DIN-Stecker, Mikro-DIN. Und wir haben die jetzt auch als Limited Edition. Da wird die mit einem anderen Akku geliefert. Da haben wir einen 680 mAh Akku mit Mikrodin-Anschluss dafür. Und dann wird die Waffe quasi mit dem höheren Akku geliefert. Dann gibt es noch die Variante, ihr könnt auch die Classic aufpimpen. Auch für die Classic haben wir eben in diese Standard-Einschub-Akkuhalterung. Da könnt ihr dann den Akku, der dabei ist, getrost vergessen. Dafür gibt es auch einen 680 mAh. Das heißt, wir haben einen Lipo, den ihr statt des Nimmers hier ganz normal in die Waffe schieben könnt, mit dem Auswurf hier und so, also diese ganz normale Standard-Akkuform, könnt ihr hier reinpacken. Lipo haben wir ja bis jetzt schon mal ein paar gehabt mit, ich glaube, 500 und 600 mA. Jetzt haben wir einen mit 680 mA in High Power und der ist schon ziemlich cool und damit haltet ihr jeden Spieltag durch. So, also in dem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr an den Teilen Spaß habt, an der 030 weiter Spaß habt, die in meinen Augen noch immer mit die beste Pistole am Markt ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, schaut euch die Sachen an. Würde uns freuen, wenn ihr bei einer 030 einfach mal ein paar Zubehörteile mitbestellt, mal ein bisschen rumexperimentiert. Und in dem Sinne sage ich mal, bis zum nächsten Mal im nächsten Video.